gucken, kauft ja keiner die Katze komplett im Sack. Und wenn dann die Verkaufsverhandlungen zu Ende sind, dann ist noch nicht der Siegel gegeben, denn bei einem Kaufpreis, der über 5 Millionen liegt, gibt es eine kleine Bremse. Herr Lutschak nickt, kennt dieses Verfahren. Denn da muss der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages und der Finanzausschuss des Bundesrates, die müssen ihr Platzhemd erteilen, dann ist es immer noch schwebend unwirksam. Letztlich muss das Bundesfinanzministerium sein Okay geben. Wenn das alles geschehen ist, dann geht es zum Notar und dann wird der Meistbietende in das zuständige Grundbuch in Berlin als Eigentümer eingetragen. Das heißt also, es wird schon noch so etwas wie eine politische Entscheidung und Kontrolle geben. Da werden wir dann gleich mit den Politikern nochmal drüber sprechen. Aber eben haben Sie ein kleines Wort benutzt, auf das ich nochmal zurückkommen wollte. Sie haben gesagt, da kommen wir kaum dran vorbei. Kaum heißt ja nicht. Wie könnten Sie denn eventuell, wenn Sie wollten oder wenn Sie dürften, weiß ich nicht, wie könnten Sie denn eventuell dieses Kaum erfüllen, also doch dran vorbeikommen? Ja, da scheinen auch zwei Dinge durcheinander geworfen zu werden. Wir haben sogenannte Konversionsliegenschaften für diejenigen, die sich nicht vom Sonnenaufgang bis zum Sonnenuntergang mit Liegenschaftsrecht befassen. Konversionsliegenschaften sind solche Liegenschaften, die vormals militärisch genutzt waren und durch Aufgabe der Bundeswehr dann eine nicht militärische Nachnutzung haben. In diesen Konversionsliegenschaftsfällen hatten wir vor Jahren schon nach der Wiedervereinigung zwischen 1992 und 2004 sogenannte Verbilligungsrichtlinien, die sich im Übrigen, das will ich bei der Gelegenheit sagen, nicht besonders bewährt haben, außer dass sie dem Bundeshaushalt 2,27 Milliarden Einkünfte genommen haben. In diesen Fällen hat jetzt, nachdem im Koalitionsvertrag drin steht, dass in diesen Fällen eine Verbilligung, allerdings gedeckelt auf 100 Millionen, verteilt über 4 Jahre möglich ist. Das ist das mit dem Kaum. Das wird gelegentlich verwechselt oder zumindest die Parallele gesucht, dass man doch so auch mit anderen, wie dem hier in Frage stehenden Komplex in der Groß-Görlitz-Straße umgehen könnte. Da kann man trefflich drüber streiten. Aber jedenfalls gibt uns im Moment die gegenwärtige Rechtslage diese Möglichkeit nicht. Also Sie sehen keine Ausnahmemöglichkeit im Gesetz? Ich sehe keine Ausnahmemöglichkeit im Gesetz. Nicht nur das. Der Rechnungshof, bei uns der Bundesrechnungshof, der mit Argusaugen über uns wacht und gelegentlich in Fällen, in denen wir vielleicht schon mal unter dem vermeintlich vollen Preis waren, den Zeigefinger gehoben hat, aber davor hätte ich nicht mal so viel Angst. Mir sitzt auch der Staatsanwalt im Nacken, denn wenn ich niedriger verkaufe als den höchsten Preis, erfüllt das den Tatbestand und die Begünstigung. Danke ich Ihnen erstmal soweit für Ihre Darstellung der Situation. Jetzt komme ich zu Thomas Völker von der IG Broker, also von der Vereinigung der Bewohner dieser Häuser. Wie stellt sich für Sie im Moment die Situation dar? Ja, also für uns ist die Situation im Moment eine sehr ungewisse Situation. Also das heißt, viele Mieter sind tatsächlich in Sorge. Viele Mieter sind in Sorge um das, was in Zukunft passiert. Das heißt, wir sind in einer Art Wartesituation, aber mit so einer Art Damoklesschwert, was über uns steht. Wir haben keine Informationen von Seiten der Bühne bezüglich dessen, was tatsächlich jetzt ansteht. Das heißt, wir wissen, es gibt einen Käufer bei zwei Präsenten, drei Präsenten. Es gab konkret jetzt die ersten Nachfragen nach Wohnungsbesichtigung, weil klar, der Käufer, wir wissen, was er kauft. Aber wir können im Augenblick, eigentlich ist es geprägt von einer großen Unsicherheit im Moment, also von Seiten der Mieter. Haben Sie selber versucht, an diesem Verfahren teilzunehmen, also sozusagen Ihre Häuser selber oder Ihre Partner vielleicht? Wir haben aktiv von Anfang an uns einmal bemüht um Gespräche mit der BIMA. Und zwar nicht nur informative Gespräche im Sinne, dass die BIMA uns sagt, was sie vorhat, sondern tatsächlich Gespräche, um Lösungswege zu finden. Weil wenn er sagt, die Bundeshaushaltsordnung schreibt das gezielt in § 63 vor, da gibt es eben den zweiten Satz noch, dass Ausnahmen vorgesehen sind. Das heißt, es gibt die Möglichkeit. Da kennen Sie sich besser aus wahrscheinlich als ich, aber es steht explizit drin, dass Ausnahmen zulässig sind. Ja, darf ich nur das, damit nicht der falsche Eindruck entsteht. Die Ausnahmen kann die BIMA nicht selbstständig machen, die müsste natürlich derjenige machen, der auch die Haushaltsordnung verabschiedet, das ist der Gesetzgeber. Da müssen Sie die drei Kollegen, Frau Kamp, Frau Kühner und Herr Lutschak ansprechen.
Es wäre durchaus eine Möglichkeit, dass wenn die jemand Bereitschaft dazu kanalisiert hätte, ganz klar gesagt hätte, wir sind Häuser und wir wollen im Sinne eines sozialen Verständnisses diese Häuser anders verkaufen als zum Höchstpreis, hätte es durchaus im Vorfeld Möglichkeiten gegeben können. Da hätte der Berliner Senat eingreifen können, da hätte der Bezirk sozusagen, man hätte die Erhaltungssatzung mit ins Spiel bringen können, man hätte Vorkaufsrecht, alles das hätte geschehen können. Wir haben uns wirklich an vielen Stellen bemüht, aber sind einfach gescheitert. Von Seiten der Berliner, muss ich sagen, kam an dem Punkt, wir wurden informiert, und zwar nur das Nötigste eigentlich. Wir haben, wenn man das mal so als Terminschiene sieht, 10 Tage bevor das Verkaufsverfahren begonnen hat, wurden wir offiziell informiert, dass überhaupt ein Verkauf ansteht. Obwohl eigentlich schon 4 Monate vorher das Ganze, sogar schon ein halbes Jahr vorher in München auf der Immobilienmesse das bekannt war. Also wir haben an verschiedensten Stellen sozusagen versucht, Einfluss zu nehmen, sind aber an verschiedenen Stellen gescheitert. Wenn jetzt der Meistbietende die Häuser kauft, was konkret befürchten Sie dann für sich oder Ihre Mitmieter? Und das ist relativ schnell gesagt. Es wird sozusagen eine ungesteuerte Mietpreiserhöhung geben. Wir haben ja signalisiert, dass wir die Häuser mit einer Genossenschaft der Firma Höhe erwerben, dass wir durchaus bereit sind, weil wir wissen, die Häuser sind im Moment, was die Mieten angeht, relativ günstig. Und wir waren bereit, Mieterhöhungen uns selbst aufzulegen, 25%. Jetzt kann man natürlich sagen, wenn die Häuser verkauft sind, dann wird die neue Rechtslage so sein, dass der neue Besitzer nur 15% und so weiter. Aber es gibt ganz andere Möglichkeiten, nämlich er muss, um diese Irrsinnsumme, die da im Raum steht, überhaupt refinanzieren zu können, wird er wahrscheinlich entweder Luxus modernisieren oder er wird die Wohnung verkaufen als Eigentum. Und wir sind in keiner Form geschützt davor. Das heißt, der Bundesfinanzministerium hat uns in netter Weise geschrieben, dass wir sozusagen einer natürlich nach dem bürgerlichen Gesetzbuch einen gewissen Schutz haben als Mieter. Wir haben aber auch eine Erhaltungssatzung. Da könnte ich jetzt Frau Klotz zitieren, die explizit in der zum Thema Erhaltungssatzung für den Bezirk schreibt, dass sie ausdrücklich darauf hinweist. Das ist der erste Satz. Ich werde es mal zitieren, weil es wirklich deutlich macht, dass die Erhaltungssatzung nicht kann. Vorausgesetzt, ich finde es. Da schreibt Frau Klotz, was kann mit der sozialen Erhaltungsverordnung erreicht werden? Einleitend sei deutlich klargestellt, dass mit der sozialen Erhaltungsverordnung kein Mieterschutz oder keine Begrenzung der Mieter bzw. Mietsteigerung erreicht werden kann. Sie ist kein wohnungspolitisches oder mietwirtschaftliches Instrument, sondern ein städtebauliches. Das heißt, dieser ständige Verweis auf diese Erhaltungssatzung bringt uns überhaupt nichts. Sie haben ja angedeutet, der Senat hätte vielleicht eingreifen können in dieses Verfahren. Michael Müller, der Senator für Stadtentwicklung, ist bei uns. Haben Sie diese Gelegenheit gehabt oder hätten Sie sie gehabt und was haben Sie unternommen oder was können Sie vielleicht noch unternehmen? Naja, hier gibt es dringenden Handlungsbedarf, das merkt man ja, denn wir haben ja hier eine absurde Situation, dass es einerseits auf Bundesebene ja durchaus Initiativen in die richtige Richtung gibt, was die Kappung von Mietanstieg anbelangt oder jetzt sogar Diskussionen um die Mietpreisbremse, und auf der anderen Seite agiert der Bund selbst als Mietpreistreiber. Das ist ja eine absurde Situation, und das habe ich auch in einem Brief an den Bundesfinanzminister deutlich gemacht, das hat der Chef der Senatskanzlei deutlich gemacht, auch an den Minister und die Kanzlerin, dass hier Berlin, glaube ich, auch nur ja, praktisch exemplarisch erfährt, was ja in vielen deutschen Städten eine Rolle spielt, dass der Wohnraum knapper und teurer wird. Und wir bekommen Instrumente für die angespannte Wohnungssituation in den Städten, und genau die finden wir hier. Das ist in Schöneberg, in der Mitte überhaupt Berlins, im S-Bahn-Bereich, innerhalb des S-Bahn-Rings ist es überall angespannt, und da wollen wir jede regulierende Maßnahme ergreifen, und auf der anderen Seite werden Wohnungen zum Höchstpreisverfahren verkauft, das ist ein unerträglicher Zustand. So, der muss auch beendet werden, das ist so. Natürlich muss man ja auch mal sagen, wir haben ja auch in Berlin einen Lernprozess durchlaufen müssen, bevor wir nun endlich weggekommen sind von diesem Höchstpreisverfahren und unsere Liegenschaften auch im Konzeptverfahren anbieten, aber ich erwarte das Gleiche vom Bund.
Ich erwarte, dass hier es klar auch den kommunalen Gesellschaften gegenüber, und da bin ich keine Berliner Sonderregelung, sondern ich will es dort, wo die Wohnungsmärkte angespannt sind, dass es für die kommunalen Unternehmen eine Form von Vorkaufsrecht gibt, dass die Bemessungsgrundlage eben nicht das Höchstpreisprinzip ist, sondern der Verkehrswert, dass man eine ganz andere Kalkulationsbasis hat. Denn es macht ja keinen Sinn, wenn ein kommunales Unternehmen kauft und muss dann auch das 30-fache der Jahresmiete wieder einspielen, sondern die müssen eine andere Verhandlungsgrundlage haben. So, und wenn wir jetzt hören von Herrn Gierb, dass das natürlich im Moment für ihn eine Situation ist, wo er sich auch in einem gesetzlichen Rahmen bewegen muss bei der Kalkulation, dann ist das der eine Teil der Wahrheit. Im Gesetz steht ja nicht drin, dass die Wohnungen morgen verkauft werden müssen. Dazu gibt es keine gesetzliche Grundlage. So, das zeichnet sich ja ab, dass es über diverse Initiativen auf Bundesebene in allen Fraktionen auch eine Bewegung gibt, diese gesetzliche Situation verändern. Da muss doch irgendeine Form von Moratorium möglich sein, dass man jetzt nicht, bevor in 3 Monaten Gesetz greift, das uns allen hilft, jetzt noch die Wohnung verkauft werden. Also ich glaube, da kann man sich an. Übergespielt worden zum Bund. Für die größte Fraktion ist Jan-Marco Lutschak im Bundestag, für die CDU. Sie sind auch aus dem Wahlkreis, Sie kennen die Situation. Also, welche Chance gibt es denn? Also, jetzt nicht nur auf die Gesetzesänderung, da kommen wir später nochmal drauf, sondern jetzt auch konkret für die Häuser in der Groß-Görschen-Straße, dass die Bundespolitiker da noch irgendwie ein Moratorium, einen Stopp durchsetzen. Probieren Sie mal, ob das Mikro geht. Zu mir leider, dann halte ich Ihnen jetzt mal das hier. Dann nehmen wir doch das. Ja, Sie spielen zu Recht den Ball auch zurück zur Politik. In der Tat ist das ein eminent politisches Thema und man sieht ja anhand der Beteiligung, die heute Abend, dass es ein Thema ist, was den Menschen wirklich unter den Nägeln brennt, was für viele ja existenzielle Bedeutung auch hat und dass da viele Menschen verunsichert sind, Ängste haben, was passiert mit mir, was passiert mit meiner Wohnung, wo ich vielleicht schon 20, 30, 40 Jahre gelebt habe, muss ich meinen Kiez verlassen, das verstehe ich. Ich kann auch Herrn Gierb ein Stück weit verstehen, der sich naturgemäß angegriffen fühlt, aber er hat es ja richtig gesagt. Das Primat liegt hier bei der Politik. Das Primat liegt bei der Politik und wir müssen, wenn wir da was ändern wollen, an die gesetzlichen Rahmenbedingungen ran. Und die sind eben im BIMA-Gesetz, sind in der Bundeshaushaltsordnung zu suchen. Und Herr Gierb hat ja den Rahmen recht treffend beschrieben. Natürlich ist die BIMA primär erstmal verpflichtet, wirtschaftlich zu handeln. Wir haben in der Großen Koalition, ich glaube, das eint auch eigentlich alle Fraktionen im Deutschen Bundestag, natürlich das Ziel, auch einen ausgeglichenen Haushalt im Jahre 2015 aufzustellen, auch in Verantwortung von den kommenden Generationen. Aber ich finde, unsere Verantwortung ist es eben auch, ganz konkret, wenn es darum geht, Menschen, die von Verdrängung bedroht sind, denen dann auch zu helfen. Und da finde ich dann schon, da muss man sich die gesetzlichen Rahmenbedingungen sehr genau anschauen. Das BIMA-Gesetz weist ja auf die Bundeshaushaltsordnung hin. Herr Gieb hat den Paragraphen 363 zitiert, dort gibt es auch einen Absatz 3, der in bestimmten Fällen, wenn es ein dringendes Bundesinteresse gibt, eben durchaus Ausnahmen zulässt. Das kann nicht die BIMA feststellen, das kann nur die Politik machen, nämlich wenn sie den Haushaltsplan aufstellen. Und da finde ich schon, dass wir natürlich eine Gesamtstrategie benötigen. Wenn wir über steigende Mieten reden, und in Berlin haben wir die Situation, dass wir an vielen, vielen Stellen enorm steigende Mieten haben, und nicht zuletzt diskutieren wir ja über Fragen der Mietpreisbremse und andere Dinge, dann müssen wir uns fragen, wie können wir denn den Menschen ganz konkret helfen. Ich sage immer, wir müssen vor allen Dingen an die Ursachen ran. Wir müssen dafür sorgen, dass mehr Wohnungen auch gebaut werden, dass wir mehr Angebot haben. Das dämpft natürlich vor allen Dingen auch die Mieten, aber das ist natürlich auch etwas, was erst in 2, 3, 4, 5, jedenfalls nicht morgen, helfen kann. Und deswegen glaube ich, dass wir im Rahmen einer Gesamtstrategie an vielen kleinen Stellen überlegen müssen, was können wir tun. Da sind zunächst Länder und Kommunen in der Pflicht, ganz klar. Aber ich finde eben auch, im Rahmen einer Gesamtstrategie muss auch der Bund hier seine Verantwortung wahrnehmen. Und es macht überhaupt gar keinen Sinn, wenn ich bin auf der Bundesebene für die Frage des Mietrechts zuständiger Berichterstatter, bin da unheimlich unterwegs, kämpfe da für eine gute Regelung. Und da würde ich mich natürlich freuen, wenn man auch an anderer Stelle, dass das Thema ein bisschen aufgegriffen würde. Und deswegen bin ich sehr dafür, dass wir bei der Bundeshaushaltsordnung und auch im BIMA-Gesetz diese Ausnahmen, die jetzt schon möglich sind, nutzen, die vielleicht auch noch ausbauen, dass wir eben Stadtentwicklungsgesichtspunkte, wie es hier in Berlin ja auch zum Teil auch schon macht, dass man eben nicht die Menschen aus ihren Kiezen verdrängt, dass man die bei einer Abwägungsentscheidung, an wen verkaufe ich denn, dass man die aufnimmt. Und dafür werde ich mich jedenfalls im Bundestag auch weiter einsetzen.
Sie haben ja Sie haben einen Brief geschrieben, an, wenn ich richtig informiert bin, wenn ich an die Leipziger Volkszeitung glauben darf, an den Bundesfinanzminister. Haben Sie darauf eine Antwort bekommen? Hat er Ihnen ein Entgegenkommen, gerade bezogen auch auf die Häuser in der Großgörschenstraße, in Aussicht gestellt? Ich halte Sie. Ich nehme lieber sehr. Also es ist in der Tat, es ist richtig, ich habe schon sehr frühzeitig mich mit dem Thema, weil ich eben auch angesprochen worden bin von Herrn Höldner und anderen und weil ich mich mit der Thematik insgesamt ja darum gekümmert habe, den Finanzminister angeschrieben und ihm die schwierige Situation hier im Schöneberg auch versucht zu verdeutlichen und habe ihm eben auch gesagt, wir brauchen hier eine Gesamtstrategie. Es reicht eben nicht aus, wenn wir über Mietpreisbremse und andere Dinge diskutieren, sondern wir müssen auch an dieser Stelle Bundeshaushaltsordnung handeln. Die Antwort war ein bisschen verhalten, muss ich offen gestehen, weil natürlich der Bundesfinanzminister primär erstmal auf seinen Haushalt auch schaut. Das ist auch seine gute Aufgabe. Aber ich finde trotzdem, Primat der Politik, wir müssen politisch uns fragen, wo wollen wir denn hin? Und ich finde, wir können nicht an der einen Stelle so handeln und an der anderen Stelle unterlassen, auch was in die richtige Richtung zu tun. Und deswegen lasse ich mich von einem eher nüchternen Brief da nicht abhalten, sondern kämpfe da weiter, dass es da vorgeht. Vielen Dank erstmal. Renate Künast ist Vorsitzende des Rechtsausschusses im Bundestag. Wir wälzen hier ja auch juristische Probleme und haben jetzt eben von Herrn Müller und Herrn Geb schon unterschiedliche Andeutungen gehört, was ein mögliches Moratorium im Zusammenhang mit diesen beiden oder diesen vier Häusern angeht. Wie schätzen Sie das ein? Gibt es da noch eine Chance? Natürlich gibt es eine Chance, aber lassen Sie mich als erstes mal sagen, ich bin ja so makaber, dass man heute ist, froh, dass es Sie als Bürgerinitiative, als aktive Bürger, als Interessengemeinschaft gibt, weil nie war die Chance so groß wie jetzt den notwendigen Druck auszulösen, zu Veränderungen zu kommen. Ich bin froh darüber, dass sich jetzt einige positiv äußern, man müsste mal anders mit dem Verkäufen umgehen, weil wir ja viele Jahre lang, egal ob Beamer-Verkäufe oder den Berliner Liegenschaftsfonds, die Debatte ja schon hatten, ja, warum man immer das Bieterverfahren macht und sozusagen die halbe Welt sich in Berlin einkauft, nur die Berlinerinnen und Berliner, die schon da sind, egal wie lange sie da sind, ob ein Jahr oder 30, 40 oder 50 Jahre, sozusagen das Nachsehen haben, weil sie quasi immer weiter an den Rand der Stadt katapultiert werden. Und da sehe ich jetzt hier unter Andeutung, man wolle aktiv werden, das finde ich schon mal gut. Die leichte Ironie hören Sie bestimmt aus meinen Worten raus. Was geht jetzt? Es geht ein Moratorium. Das muss dann aber so laufen, das sage ich dann mal auch als Bitte und Aufforderung an alle Fraktionen, die hier vertreten sind, egal jetzt von welcher Ebene, das auch im Bundestag umzusetzen. Nach meinem Kenntnisstand ist ja auch keine Entscheidung getroffen worden. Nach meinem Kenntnisstand, kann Herr Geb vielleicht auch noch was zu sagen, wird in dem jetzigen Bieterverfahren die 5-Millionen-Grenze gerissen. Also man kommt drüber, er nickt. Bitte? Ich habe es ja eben schon gesagt. Ja. Also gut, danke. Ja. Also 5 Millionen heißt dann, das stimmt, Sie haben es gesagt, dass das Ganze an den Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages geht. Der kann entweder schweigen oder ein Veto einlegen. Wir als Grüne werden ein Veto einlegen. Deshalb, das ist sicher, unser Mann, der im Haushaltsausschuss dafür zuständig ist, das ist klar, soweit das kriegt, dann geht das Ganze, soweit einer eins einlegt, in den Haushaltsausschuss. Und dort ist dann jeder Mann und jede Frau und jede Fraktion gefragt, an der Stelle die Hand an der richtigen Stelle zu heben. Das wird der entscheidende Punkt, nämlich an der Stelle den Mut zu haben, den Bundesfinanzminister eben auch mitzuteilen. An der Stelle, wir wollen eine rechtliche Änderung, die da heißt Gemeinwohlorientierung, stadtentwicklungspolitische Fragen mit einzubeziehen, die wollen wir durch eine Gesetzesänderung haben. Und solange wir die nicht haben, ziehen wir das aber vor und fordern das auch ein, weil so eine Gesetzesänderung ja auch immer sozusagen einige Tage bei einem ordentlichen Verfahren dauert. Und ich glaube, dass diese Botschaft, also der Wink mit dem Zaunfall durch einen Beschluss als erstes des Haushaltsausschusses, des Finanzausschusses, das Notwendige ist, was wir jetzt brauchen. Und ich muss mal ehrlich sagen, daran muss man das dann auch alles messen. Einmal den Mut zu haben, das gibt ja in anderen Politikbereichen auch, dass Leute mal sagen, so, jetzt machen wir mal das Ungewöhnliche. An der Stelle, insbesondere wenn man drauf guckt, wie viele Wohnungen noch an die 1200 in Berlin verkauft werden wollen. Da sind ja alle gefragt. Der Senat, ob er da dann jeweils Druck macht, selber kauft oder unterstützt, aber auch dann wieder
der Deutsche Bundestag. Also wir brauchen dieses Moratorium, den Stopp und den Mut der Bundestagsmitglieder oder der Ausschüsse an der Stelle. Und zweitens natürlich jetzt dringend eine Initiative, sowohl aus dem Bundestag, erste Anträge und so gibt es ja bereits, als auch auf Landesebene sozusagen das Recht zu ändern. Ich hätte mir gewünscht, dass Berlin schon vor einigen Jahren tätig geworden wäre, so wie andere Bundesländer bei Konversionsflächen, zu sagen, die sagen, wir wollen jetzt nicht nur diesen finanziellen Spielraum, den ich glaube, Herr Geh vorhin dargestellt hat, sondern auch die rechtliche Situation verändern, dass man überall Stadtentwicklungs- und Gemeinwohlinteressen in den Städten einbeziehen kann und dadurch dann sozusagen zu einer, ich sag mal, unjuristischen Vorkaufsrecht kommt und zu einer anderen Berechnung der Summen. Das sind die Dinge, die im Augenblick zusammengehören, mal neben anderen Punkten, die Herr Lutschak angesprochen hat, von Mietpreisbremsen, Regeln zur energetischen Sanierung und so. Sie sitzen für die Linken im Bundestag, Sie sind auch hier aus dem Kiez und Ihre Partei könnte gerade in dieser Frage eine nicht ganz unwichtige Rolle spielen, weil nämlich die Vorsitzende des Haushaltsausschusses aus Ihrer Partei ist. Wird bei Ihnen schon darüber diskutiert, wie sehen Sie die Chancen, dass dieses Geschäft vielleicht im Haushaltsausschuss noch gebremst wird? Also, den Linken haben schon einen Antrag gestellt und von der Koalition wurde dieser Antrag, es ist dann abgelehnt oder verhindert für den Moratorium. Deswegen, auch wie das bei den Grünen, wir würden dann auch im Ausschuss unser Veto legen, das steht auch für die Linken fest. Eine Seite freue ich mich, dass die drei Abgeordnete heute hier, dass sie das Interesse der Mieterinnen und Mieter vertreten. Natürlich ist es auch sehr wichtig, wie Renate Künast gesagt hat, ihre Fraktion, ist es schon deutlich gesagt, und meine Fraktion auch, dass sie das explizit, dass die ihr Interesse der Mieterinnen und Mieter unterstützen. Also wir werden alles dafür tun, dass diese Häuser nicht Hochanbietende, sondern es ist dann eher diejenigen, dass sie dann moderat mit den Mieterinnen und Mieter und Mieter dann einsetzen. Ich meine, 7,1 Millionen für die Häusern. Man fragt sich, wie viel Miete muss das, diese Investition mehr reinbringt. Das ist dann über den Emotionalen, also ich kann das nicht auch fantasieren. Dann muss das Politik sich auch dann fragen, was ist dann ein Zweck, so viel Geld für diese Häuser zu bringen. Was bedeutet das für Mieterinnen und Mieter? Wie viel Miete müssen sie denn noch bezahlen? Also eigentlich, die sagen ja, diese Häuser, es ist Bundeseigentum. Bundeseigentum bedeutet Volkseigentum. Also das gehört uns allen. So. Wir wählen unsere Vertreterinnen und Vertreter, dass sie für uns, was für uns günstig ist, dass sie dann streben. Was erleben wir? Erstmal für eine bestimmte Gruppe, wo die mehr profitieren, die bekommen, also nicht die Mehrheit, die Mieterinnen und Mieter, sondern eine bestimmte Gruppe, dass sie dann mehr durch das die Spekulationen, es ist mehr dann Profit machen. Ich hoffe, dass wir alle Fraktionen uns dafür einsetzen, dass man dann auch aussetzt und eine andere Regelung findet. Noch dazu Kommunalebene, Senatsebene. Es ist das die Wille da, was Herr Müller dann auch dargestellt hat. Noch dazu, Sie haben dann auch einen Gesetzänderungsvorschlag auch gemacht. Also wir haben dann auch als Linke, ich und meine Kollegen von dem Abgeordnetenhaus, haben wir sowohl im Senatskanzlei, aber auch in dem Bundestag Herrn Finanzminister dann geschrieben. Und die Antwort war das auch, dass Sie dann Interesse daran haben, diese Häuser nicht in Art und Weise, wer das mehr bietet, dann zu verkaufen, sondern dieses Gesetz kann man dann auch unter bestimmten Umständen auch ändern. Ist das, was Sie jetzt gesagt haben, dass wir vielleicht heute Abend den Beginn einer ganz großen Koalition Ich habe nichts dagegen, wenn das die Interesse der Mieterinnen und Mieter darstellt. Ja, Politik ist es ja da gemeinsam. Positive Sachen, nicht weil das unterschiedliche Parteien sind, müssen wir uns gegenseitig künstlich dann ablehnen.
Ich habe nichts dagegen, wenn wir heute Abend für diese Sache eine große Kooperation schließen. Gut, dann kann ich mich nochmal die Frage kommen. Ich würde jetzt gerne die dankenswerterweise zahlreich trotz Fußballspiel und guten Wetters erschienenen Menschen hier aus dem Kiez und vielleicht auch aus ganz Berlin mit einbeziehen. Aus Oberg, Mitglied des Abgeordnetenhauses, hier mein Wahlkreis. Ich habe eine Frage an Herrn Geb, und zwar, irgendjemand muss diese Häuser auf die Verkaufsliste gesetzt haben. Ich würde gerne wissen, wer war das, mit welcher Begründung, und wenn wir wissen, wer das war, dann kennen wir auch den, der sie wieder runternehmen kann. Und wir sammeln weiter. Hier vorne hat sich ein Herr gemeldet. Ja, Norbert Kliesch von der EG Groka, Betroffener, Herr Dr. Geb. Sie haben gesagt, Sie hätten im Verfahren die Möglichkeit gehabt, nach dem Verkehrswert zu verkaufen. Sie haben mit der Geobag verhandelt, die konnte den Preis nicht bezahlen, die 7,1. Die Begründung war, wenn wir zu 7,1 Millionen kaufen, können wir anhand der jetzigen Miete das nicht refinanzieren. Also ein Mietgeschäft ist zu dem Preis, den Sie dort begutachtet haben, nicht möglich. Die Frage stellt sich doch aber dann, wie kommt denn so ein Verkehrsgutachten zustande? Und da haben wir gefragt, Sie gefragt, ob Sie uns das mal geben. Natürlich wurde das verweigert. Und die Frage war bei dem Gespräch, wer macht das? Das Verkehrsgutachten macht die BIMA selbst. Und meine Frage ist, für eine Bundesbehörde, ja, 2014, absolut unmöglicher Vorgang. Wir leben in einer Demokratie. Und da müssen Sie auch von Dritten ein unabhängiges Gutachten erstellen und nicht einfach nur ein Gefälligkeitsgutachten, was Ihre Höchstpreisstrategie unterstützt. Sie sind mit dieser Strategie absolut unglaubwürdig. Moment. Die Frage. Ja, Entschuldigung. Okay. Zweite Frage. Hier wurde gesagt von Frau Tank, dass der Antrag von der Linken und der Grünen zum Moratorium bereits abgelehnt wurde. Ich habe die Information, dass das nur, wie sagt man, verschoben oder in die Ausschüsse überwiesen. Also nur zur Klärung, genau, ist in den Ausschüsse verwiesen. Dankeschön. Ich versuche jetzt mal abzuarbeiten. Am Anfang ging ja einiges an Herrn Geb. Und zwar zum einen die Frage, wie dieses Verkehrswertgutachten zustande gekommen ist. Und zum anderen die Frage, wie weit Wohnungsfürsorge, der Auftrag, sich darum zu bemühen, von Ihnen berücksichtigt worden ist. Ich hoffe, jetzt geht das, Mikro. Das geht. Sehr gut. Zwar versuche ich, meine Gelegenheit mal stimmlos zu machen, aber im Bundestag hatte ich immer noch eine Zweitstimme. Ja, meine Damen und Herren, erstmal möchte ich nicht den Eindruck erwecken, dass ich für die Not der Mieter und für die Mietpreisexplosion kein Verständnis hätte. Ich will das sagen, ja, ich bin ja hier oben auch nicht, um mich beliebt zu machen. Der Senator Müller hat ja seinen Hut jetzt in den Ring geworfen, der muss heute Abend versuchen, dass er Beifall kriegt. Ich muss nicht mehr gewählt werden. Ich will nur sagen, ich habe auch zwei Söhne. Da war einer in München, einer in London, die haben für 12 Quadratmeter London 800 Pfund bezahlt. Nicht, dass ich das Problem nicht sehen würde. Aber jetzt darf ich mich die Frage beantworten. Das erste Mal auch war, wer als Wahljahr das auf die Liste gesetzt hat, denn wenn man den wüsste, könnte man es auch wieder von der Liste setzen. Das ist natürlich eine sehr schlichte Auffassung. Bei uns in der BIMA haben wir 6.500 Leute, die in verschiedenen Sparten arbeiten und die arbeiten nach Recht und Gesetz und nicht nach Gutdünken, so nach dem Motto, Fritz hat es draufgesetzt, Fritz kann es auch wieder runtersetzen. Das ist das Erste. Das Zweite ist, Verkehrsgutachten hätten wir selber gemacht. Also ich kann Ihnen nur eins sagen, wenn wir ins Bieterverfahren gehen, ist es für die meisten nachteilig, weil dann wird der Preis eher höher. Denn das Erstzugriffsrecht hat ja den besonderen Charme, dass die Kommunen von der Konkurrenz von Mietern freigehalten werden, aber auch nicht nach dem Motto, der am wenigsten bietet, kriegt es dann, sondern wir müssen ja irgendwelche Parameter finden. Und da hat die BIMA eine eigene Abteilung, das heißt Portfolio Management, bei der wir uns übrigens auch externer Expertise bedienen. Im Übrigen, das ist ja häufig der Fall, du warst ja auch hier, das Verkehrswertgutachten, das der Geobag zu hoch fordert, haben wir gesagt, jetzt gehen wir ins Bieterverfahren. Da ist wesentlich mehr bei rausgekommen. Ich will Ihnen nur sagen, von den 22 Bietenden waren 6 deutlich über den von der BIMA festgestellten Höchstpreis und einer war halt der am meisten. Aber Sie müssen beim Verkehrs. So, das nächste, was ich abgrenzen muss, die Frage war gestellt eines Bewohners.
Paragraph 1 höchster hoher Preis versus Wohnungsschlüssel. Meine Damen und Herren, wir haben Fälle, in denen vielleicht vor 30 oder 40 Jahren ein Rechtsreferendar in eine Sozialwohnung gezogen ist, inzwischen ist er Landgerichtspräsident. Und er wohnt immer noch zur selben, mit demselben Mietpreis da. Glauben Sie eigentlich, dass wir von der Karolinger Zeit bis zum jüngsten Tag Mietpreise von 3,64 Euro aufrechterhalten können? Das ist natürlich zum Teil unserer eigenen Schuld. Die BIMA, das gebe ich hier ganz ehrlich zu, hat in der Vergangenheit möglicherweise versäumt, den Mietpreis kontinuierlich anzupassen. Also wenn ich sehe, dass wir zwischen 2,64 Euro und 5,16 Euro Mieten anbieten, dann müssen Sie mal gucken, was Sie auf dem freien Markt bezahlen. Und ich kann Ihnen nur eins sagen, ich habe eine ähnliche Situation in Kassel. Da gibt es eine Reihe von Leuten, die auch in einem kleinen Ensemble zu relativ wenig Geld wohnen. Der Rest der Bevölkerung sagt, wieso müssen die eigentlich bis zum jüngsten Tag zu dem Preis wohnen und die anderen kommen nicht in den Genuss. Und ein weiteres Argument, letztlich ist die BIMA aufgefordert, Steuergeld treuhänderisch zu verwalten. Jeden Cent an Kaufpreis, den wir nicht erheben, geht dem Bundeshaushalt verloren. Das heißt, weil eben Allgemeininteresse war, Sie sind als Betroffene natürlich Menschen, die ihr Partikularinteresse im Auge haben. Der Gesamthaushalt. Wenn Sie das nicht hören wollen, dürfen Sie einen BIMA-Vertreter nicht einladen. Dann müssen Sie hier oben Leute einladen, die genau die Fragen so beantworten, wie Sie gerne die Antworten haben. Da war ich schon immer der schlechteste Partner. Und gibt es noch, glaube ich, noch eine Frage? War noch eine Frage? Ganz kurz. Sie haben ja nicht gesagt, wie es dazu kam, wie diese Häuser jetzt auf die Verkaufsliste gekommen sind. Achso, gut. Das hat ja auch der Herr Senator weniger freundlich gesagt, indem er gesagt hat, ich hätte nur die halbe Wahrheit gesagt. Das lasse ich mir häufig nicht so gerne sagen, dass ich nur die Wahrheit halb sagen würde. Das mag bei Politikern so sein. Denn Herr Senator, Sie selber haben eben gesagt, haben doch jahrelang nach Höchstpreis, ja wie denn auch sonst verkauft. Und in Ihrem Konzeptverfahren, seien Sie mal ehrlich, in Ihrem Konzeptverfahren, das Konzept greift dann nur unter denjenigen, die natürlich auch den höchsten Preis bezahlt haben. Ja, selbstverständlich. Also ich dürfte den Leuten nicht in die Fichte führen. Das ist genau dasselbe. Alle Landesministerien verfahren nach demselben Verfahren, wie denn sonst das Gebiet, die auch die einzelnen Landeshaushalte. So, jetzt nochmal, wie sind wir dazu gekommen? Natürlich steht nicht im Gesetz, dass wir jeden Tag zum Höchstpreis verkaufen müssen. Aber diese Pflicht, das zu tun, die ist doch im Grunde genommen permanent. Ich kann doch nicht nach Gutdünken sagen, ich warte jetzt mal ab und jetzt warte ich mal nicht ab. Wir arbeiten unseren Auftrag, unseren gesetzlichen Auftrag ab. So, natürlich könnte man jetzt sagen, wir warten noch mal 2 Jahre. Naja, das hätten Sie gerne, ist ja klar. So, überhaupt nicht verkaufen. Richtig. Dann müssen hier die drei Leute, die Frau Künast war damals in der rot-grünen Koalition schon eine exponierte Politikerin, das BIMA-Gesetz gehört von dieser Zeit, da hat man ausschließlich die BIMA als Eigentümerin gesehen und hat sich unter eine wirtschaftliche Regie gestellt. Sozialpolitische und strukturpolitische Gesichtspunkte mögen die Kommunen und die Wohnungsbauverwaltung berücksichtigen. Wir können es nicht. Ich meine, ich weiß, dass ich mich damit nicht beliebt mache. Das ist auch nicht meine Aufgabe heute. Aber nur um den Preis mich hier beliebt zu machen, werde ich natürlich keine falschen Statements hier abgeben. So. Gut, dann erstmal danke. Das Thema, der Senator Müller hat mehrmals den Kopf jetzt geschüttelt und ich würde. Also zum einen dazu, also eine Gegenrede, aber zum anderen auch das Thema des Bedarfs wurde hier angesprochen. Ist das tatsächlich so, dass es sozusagen keinen Bedarf an günstigen Wohnungen in Berlin mehr gibt? Naja, das ist ja eigentlich schon eine absurde Unterstellung oder eine absurde Frage. Natürlich gibt es den Bedarf und zwar ganz unabhängig von Zuzug durch Bundesbedienstete oder Bundesinvestitionen und Bundesansiedlungen. Wir wissen, dass das ja allein aus eigener Kraft die Stadt um rund 50.000 Menschen im letzten Jahr gewachsen ist und wir erwarten noch 250.000 Menschen. Und das bedeutet natürlich, dass man beides tun muss. Man muss regulierend eingreifen im Bestand und wir brauchen auch neue Wohnungen. Wir brauchen zwei Säulen in der Wohnungspolitik
und regulierend eingreifen im Bestand ist ausgereizt. Wir haben alles gemacht, was man machen kann auf landesgesetzlicher Ebene, mit Ausnahme dessen, was Herr Wild angesprochen hat, ist das Verbot der Umwandlung von Miete in Eigentumswohnungen. Dafür gibt es in der Koalition keine Mehrheit. Das hat Herr Wild völlig richtig beschrieben. Ich bedauere das, weil wir dieses Instrument auch noch dringend brauchen. Aber wir brauchen auch einen anderen neuen Wohnraum. Das ist eine müßige Debatte. Die Berlinerinnen und Berliner erleben jeden Tag, wie die Situation auf dem Mietwohnungsmarkt ist und dass es eben angespannt ist und die Mieten steigen. Und Herr Geb, das waren jetzt alles nette Entlastungsangriffe, aber Sie sind nicht zum Kern des Ganzen gekommen. Das Erste ist, ich muss mich nicht beliebt machen, weil ich befürchte, das sind hier unten alle noch nicht SPD-Mitglieder. So, und die sind im Moment erstmal gefragt. Ich widme mich diesem Thema seit meiner Amtsübernahme, weil es für Berlin das herausragende Problem ist. Und ich habe in meinem ersten Statement gesagt, dass ich weiß, wie der gesetzliche Rahmen ist und dass Sie sich in dem natürlich, auch wenn Sie verkaufen, bewegen müssen. Der Punkt ist nur, warum müssen Sie überhaupt verkaufen? Das steht eben nicht im Gesetz ergeben. Nein, Sie müssen heute kein Haus auf die Liste nehmen. Das steht nicht im Gesetz, dass Sie das heute machen müssen. Und in Ihrer Beantwortung ist auch deutlich geworden, dass eben nicht das Gesetz das Problem ist, sondern Ihre Haltung zu dem Gesetz. Das ist das Problem. Dass Sie ja sehr bewusst und sehr sensibel, das haben Sie ja eben deutlich gemacht, beobachten, wie Politiker argumentieren, aber eben nicht zu dem Schluss kommen, dass man vielleicht auch mal eine Diskussion abwartet, die im Bundestag gerade geführt ist, und dann zu sehen, wie man mit diesen Liegenschaften umgeht. Das ist das Entscheidende an dieser Stelle. Und insofern will ich es auch nochmal sagen. Ich habe Herrn Oberg nicht so verstanden, dass er von Ihnen einen Namen hören will. Fritze Meier hat es auf die Liste gesetzt. Das war nicht der Punkt. Sondern ich habe Herrn Oberg so verstanden, welche Institution hat Sie gezwungen, morgen zu verkaufen. Das ist der Punkt. Und ich glaube, das gibt es nicht, diesen Zwang, sondern es ist eine Entscheidungsfreiheit, ein Handlungsspielraum. Den haben Sie genutzt. Das ist in Ihrer Verantwortung. Das ist in Ordnung. Wenn Sie diesen Handlungsspielraum haben, haben Sie ihn auch in die andere Richtung und können das Haus wieder runternehmen. Danke. Bei dem nächsten Punkt, den ich ansprechen würde, Moratoriums, da hatten Sie, Frau Tank, schon mal was zu gesagt. Da gab es offensichtlich ein Missverständnis. Können Sie noch mal sagen, also das Moratorium ist offensichtlich noch nicht völlig vom Tisch. Also wie ist der Stand des Verfahrens und wie geht es damit möglicherweise weiter? Also den Antrag wurde dann gestellt für den Moratorium. Es wurde dann verhindert, bezogen auf die Ausschusssitzung. Und müssen wir mal dann sehen, im Ausschusssitzung, die Grünen und die Linken werden dann ihre Rechnung stellen. Das bedeutet aber nicht damit, dann ist das Verkauf ausgesetzt, sondern erstmal ein bisschen Zeit zu gewinnen. Ich wollte dann nochmal dann kommen in der Koalition. Ich glaube, Sie haben dann gesagt, in dem Koalitionsvertrag war drin und dass man dann später rausgenommen. Bei unserem Antrag als Linke, das wir gemacht haben, ich möchte dann hier ein Zitat vorlegen, was das in dem Koalitionsvertrag steht. Die BIMA soll danach, also es kommt, es ist nur bestimmte Paragraphen dann rausgenommen, mit Rücksicht auf die vielen gemeinwohlorientierte Vorhaben der Kommunen, wie die Beschaffung vom sozialen Wohnraum und einer lebendigen Stadt, eine verbilligte Abgabe von den Grundstücken realisieren. Das ist im Koalitionsvertrag Seite 80. Also kann man sich dann angucken. Dann heißt das, es gibt schon verschiedene Möglichkeiten, dass man dann auch anders machen kann. Sie haben dann gesagt, es ist jetzt kein Bedarf mehr. Doch. Nee, ich habe gesagt, betriebsnotwendige Verwendung, nicht von Bedarf. Dass Bedarf nach Wohnungen ist, dann müsste ich ein Vollidiot sein, wenn ich das bestritte. Man muss schon genau hinhören. Also für uns, ja, das ist zum Beispiel der Fall, wenn ein Ministerium bei uns rauszieht aus einem Ressort. Dann, ja, man muss es ja sagen dürfen. Also ich habe nie den Bedarf bestritten. Ich habe nur gesagt, unter welchen Voraussetzungen die BIMA verkaufen muss, wenn nicht mehr zu dienstlichen Zwecken ein Bedarf da ist. Das ist etwas ganz anderes. Also da muss man auch ein bisschen hinhören. Okay, dann meine Frage wird dann, war das bis jetzt dienstliche Zwecke benutzt worden oder ist es dann, war das immer noch als Mietwohnung dann benutzt? Wenn das Mietwohnung war, das Bedarf oder beziehungsweise den Sachverhalt hat sich nicht verändert. Die Auslagerung fällt der Bedarf weg, das ist so ein alter Trick. Vorher war es ein Teil vom gesamten Komplex.
wird ausgelagert, dann ist für die Firma, für die es sozusagen verwaltet, gibt es keinen Zweck mehr, dann kann er so handeln, wie er handelt. Herr Müller hat es gesagt, es ist die Haltung. Die Haltung würde ich ja wichtig ergeben. Und darum sind Sie auch hier, damit nämlich die Haltung der BIMA deutlich wird, wie katastrophal Ihre Haltung ist. Weil Sie können, Sie können zwar sagen, dass Sie Sie können sagen, Sie haben großzügig dieses Verkehrswertverfahren eingemacht. Wenn Sie aber wissen, dass eine Wohnungsbaugesellschaft gebunden ist an den Kaufpreis, an der Jahresmiete und Sie damit dem Verkehrsgutachten klar drüber sind, dann wissen Sie auch, dass eine Wohnungsbaugesellschaft eben nicht kaufen kann, weil sie auch Grundlagen hat. Und dann wissen Sie in dem Moment schon, dass Vermietung nicht stattfinden kann. Und wenn Sie sich dann entscheiden und nicht, wie Herr Müller gesagt hat, politische Diskussion wahrnehmen, ja, dann handeln, dann ist Ihre Haltung klar. Ihnen geht es darum, Kohle zu machen, egal was passiert. Weil Sie haben nämlich ein Ermessen. Jetzt bitte ich Sie, das zu lassen, damit wir hier nochmal weitermachen. Muss doch mal gesagt werden. Die Frage, jetzt sind wir wieder bei der politischen Frage. Wollen wir denn sozusagen diese Ausnahmen, die es jetzt schon gibt, wollen wir die erweitern, eben um Stadtentwicklungsgesichtspunkte? Weil es in der Tat natürlich völlig richtig ist. Wir haben ja einen Bedarf in Berlin an Wohnungen. Selbstverständlich haben wir einen Bedarf. Das ist kein Bundesbedarf mehr. Auch wenn ich mir Frau Grabenhaus wünschen würde, dass sozusagen alle Ministerien aus Bonn hier auch nach Berlin kommen und wir vielleicht dann auch wieder einen Bundesbedarf hätten und nicht verkaufen müssten. Aber das ist ja noch nicht abzusehen. Aber wir haben jedenfalls einen Bedarf an Wohnungen. Und deswegen nochmal, bin ich sehr dafür, dass wir als Gesetzgeber, und da muss ich ergeben, hat recht, er muss sich hier nicht beliebt machen, macht er auch, glaube ich, heute Abend nicht. Aber er ist auch mal an Recht und Gesetz, ich glaube, er ist an Recht und Gesetz gebunden, er kann da auch gar nicht anders argumentieren. Deswegen muss man, glaube ich, wir, wie wir hier drei im Bundestag sitzen, die Schuld auch, oder die Schuld oder die Verantwortung zumindest auf unsere Schulter nehmen, in der Tat eine große Koalition, eine ganz große, vielleicht nicht sozusagen, was die Fraktionen anbelangt, aber jedenfalls, was die Tempelhof-Schöneberger Abgeordneten anbelangt, dass wir uns für die Dinge einsetzen und ich glaube, da kämpfen wir gemeinsam für. Frau Kühners, noch die Frage, die auch noch im Raum steht, wie dieses Verkehrsgutachten zustande kommt, dass sich die BIMA selbst stellt, ob das eigentlich noch zeitgemäß ist, gerade auch vor dem Hintergrund, dass manche ja hier doch sehr stark den Eindruck haben, dass da auch die Haltung der BIMA, die nicht unbedingt als mieterfreundlich wahrgenommen wird, eine entscheidende Rolle spielt. Ist das noch zeitgemäß oder müsste man sich nicht darum bemühen, dass solche Gutachten von kommunalen Experten, die näher dran sind, vielleicht an den Bedürfnissen der Menschen oder wem auch immer, jedenfalls von Außenstehenden erstellt werden? Also wo wir jetzt bei Haltungsfragen sind. Meine Haltung ist erstmal, jemand, der quasi in der nachgeordneten Behörde ist, der an Gesetz gebunden ist oder an Weisungen und Erwartungen, kann nie alleine schuld sein. Das will ich jetzt mal sagen, auch wenn Herr Müller sagt, was haben Sie nur für eine Haltung, Herr Geb? Jetzt kommt es vielleicht... Gute Haltung. Kann ich sagen, ja. Ich wollte jetzt nur mal sagen, das kann nicht die Erklärung sein, weil die Gesetze und die finanziellen haushalterischen Erwartungen macht nicht Herr Geb, sondern macht der Deutsche Bundestag durch Vorlage aus dem Bundestag oder aus der Bundesregierung. Das ist nur die ganze Wahrheit. Das sage ich nur mal, natürlich kann ich die Erwartung haben an jemanden wie ihn, dass er mal zieht und schiebt und so überlegt, dass er auch mal andere animiert, wollte nicht mal Initiativen ergreifen, aber diese Monokausalität, das liegt alles an ihm. Also wenn wir uns darauf im Kampf konzentrieren, haben wir den Kampf schon verloren. Ja, weil er ja auch von Paragraphen und Regeln umgeben ist an der Stelle. So, ja, und zwar verschiedene Dinge. Einmal, wenn man mal behaltet, finanzielle Erwartungen. Wenn die BIMA hier und da verkauft, in Berlin beabsichtigt ungefähr 1200 Wohnungen oder so. 1700, über 1000, zwischen 1000 und 2000 sammeln. So, dann steckt das ja dahinter, nicht bei dieser Bedarfsfrage, dass auf der anderen Seite das im Haushalt schon antizipiert wird, dass dieses Geld eines Tages kommt. Deshalb sage ich mal, wenn wir schon über Haltung reden, das sage ich auch an meine alle Kollegen hier, und zwar egal, ob sie im Bundestag sind oder nicht, da muss sich aber jeder in seiner Partei dafür einsetzen, dass bei der Haushaltsplanung diese finanziellen Erwartungen an die BIMA reduziert werden. Das muss Herr Müller halt dann, weil er nicht im Bundestag ist, jemanden finden, der das im Bundestag vertritt. Und das ist gar nicht so einfach, weil das ja nicht eine isolierte Strecke ist,
sondern wer sich nicht traut, woanders Subventionen abzubauen, um dann einen ausgeglichenen Haushalt zu haben, schreibt woanders rein, was er bei der BVVG, die Ackerland und sonst die Flecken in der Republik verkaufen oder bei der BIMA erwartet an finanziellen Einnahmen. Also dazu gehört, jetzt sagt sie, Olympia ist auch ein schönes Thema, aber ein ganz anderes und noch nicht eingepreist. Das ist das nur ein witziger Zwischenruf und kein finanzieller im Augenblick. Das ist ja jetzt in der auch mittelfristigen Planung sozusagen eingepreist. Das heißt, man muss das dann da rausnehmen und rausnehmen wollen und entsprechend die Erwartungen reduzieren. Ja, das betrifft sozusagen nicht nur die Frage, wie kommt man hier zu einem Stopp, sondern welche finanzielle Erwartung hat man überhaupt, wenn man nicht will, dass die BIMA und der Bund Preistreiber auf einem Markt ist. Und das ist die eine Erwartung. Und die andere geht ja immer über das Gesetz. Ich glaube, dass wir einen Stopp hinkriegen können, wenn gleichzeitig im Parlament, wir könnten uns ja im Rechtsausschuss damit auch beschäftigen und mal zum Beschluss kommen, Herr Lutschak, das wäre ja auch mal was, im Zusammenhang mit Debatten über Mietpreise und so, wenn wir das BIMA-Gesetz ändern und zum Beispiel bei der Wertermittlung, wonach ich auch gefragt wird, die Regeln für die Wertermittlung verändern. Ich weiß auch, dass es schön ist, wenn externe Dritte die Wertermittlung machen. Aber auch die sind ja an eine gesetzliche Vorgabe gebunden. Wenn diese gesetzliche Vorgabe das Wort Verkehrswert nimmt, dann ist es sozusagen, liegt es auf der Hand zu gucken, für wie viel könnte ich es denn losschlagen. Ja? Und dann ohne Umwandlungsverbot, wie Rainer Wild angesprochen hat, sagt man natürlich, ich könnte es losschlagen, dann denke ich meine Eigentumswohnung. Da kommt jeder, egal ob er das macht, seine Leute mit externem Rat oder nur extern, auf einen extrem hohen Verkehrswert, der ja heißt, dass sie am Ende faktisch alle ihre Wohnung aufgeben müssen, weil so gerechnet ist. Und da das dann eine Wohnungsbaugesellschaft nicht zahlen kann, selbst unter ihrer tatkräftigen finanziellen Mithilfe nicht zahlen kann, kommst du dann zum Bieterverfahren. So, diesen Verkehrswert, jetzt unabhängig davon, wer ihn ermittelt, muss andere Kriterien im Gesetz haben. Das heißt, ins Gesetz muss rein, Verkehrswert heißt nicht platt übersetzt nur, für wie viel Geld kann ich es losschlagen, sondern Verkehrswert muss immer unter der wertmäßigen Berücksichtigung der jeweiligen kommunalen, regionalen Wirtschafts-, Stadtentwicklungs- und wohnungspolitischen Zielvorstellungen gemacht werden. Weil man wissen muss, was da los ist, dass man sozusagen nicht noch die Zentrifugalkräfte weiter anheizt und schiebt, das muss mitgerechnet werden. Der Verdrängungseffekt, der dadurch ist, muss man einrechnen. Ja, sodass man sagt, deshalb können wir es nicht so hoch verkaufen, weil wir uns dann selber in den Hintern treten. Das sind ja die Leute, die nachher auf dem Wohnungsmarkt sind und suchen. Das sind die Leute, die nachher sagen, ich brauche Wohngeld. Oder so, ja? Das heißt, es kostet an anderer Stelle wieder. So, das gibt zwei Stellen. Und man muss sozusagen auch grundsätzlich sagen, dass das ist die zweite Idee, bei Verwaltung und Verwertung ehemals militärisch genutzter Liegenschaften und von Wohnungen ist gleichrangig sicherzustellen, dass die strukturpolitischen Ziele des Bundes, der Länder und der Kommunen im Sinne einer nachhaltigen Regionalentwicklung, da werden sogar Verkehrsströme, ja, fahren wir alle erstmal weit, mit einbezogen, dass diese nachhaltigen Regionalentwicklungskriterien auch berücksichtigt werden. Also das sind die Dinge, die wir tatsächlich angehen müssen, um dann sozusagen nicht nur auf seine Haltung zu rekurrieren, sondern auch zu sagen, hier ist die Schraubzwinge. Reduzierte finanzielle Erwartungen, auf der anderen Seite eine gesetzliche Vorgabe. Und nur wenn wir da zu Beschlüssen kommen und Aussagen auch aller Fraktionen im Deutschen Bundestag, ist er in der Zwangssituation zu sagen, ich muss da eigentlich einen Vorgriff machen und nicht ein Verfahren anwenden, das während des laufenden Verfahrens schon eine andere Gesetzesgrundlage hat. Und kann der Bundestag auch sagen, Finanzminister, wir beschließen jetzt, diese Häuser werden nicht verkauft und wir erwarten von dir, dass du das jetzt das Gesetzgebungsverfahren abwartest. Aber als drittes gehört noch dazu, dass auch das Land Berlin sich engagiert über den Bundesrat, dass eben nicht nur weitere Veränderungen bei diesen militärischen Flächen, Konversionsflächen passiert, sondern in diesem Bereich auch. Das ist der Werkzeugkasten, den wir haben. Es bedingt sich also das Mittelfristige mit ihrem konkreten Interesse irgendwie gegenseitig. Direkt angesprochen bei den Fragen, hatte sich aber auch gemeldet, also bevor Sie ganz an den Rand geraten, auch wenn Sie da außen sitzen. Ja, das ist schon okay. Also wenn ich jetzt so diese ganze Palette von Antworten höre, zeigt sich immer deutlicher, dass im Grunde genommen jetzt bis hin zu einem ganzen Bündel von parlamentarischen Rahmenbedingungen, die geändert werden müssen, damit wir sozusagen letztendlich das Ziel erreichen, dass diese Höchstpreisverfahren eingestellt werden.
Das zeigt aber umso deutlicher, dass im Moment eigentlich wieder der Ball eigentlich bei der BIMA ist, dass sie nämlich versuchen muss, die Spielräume, die sie hat, auch auszunutzen. Das heißt, wenn ich dort nicht will, denn zu sagen, wir stellen das Verfahren jetzt zurück, wir zum Beispiel immer noch für mich die Frage, das hatte auch Norbert angesprochen, ganz klar die Frage, wie kommt es zu diesen 7,1 Millionen? Das ist aus, also egal mit wem ich gesprochen habe, auf Seite von potenziellen Erwerbern, ob das mit der Thema Höhe war, alle sagen, das ist ein vollkommen absurdes, nicht nachzuvollziehendes Wertgutachten, was da im Raum steht. Wir wollten es ja einsehen, hätten wir gerne gesehen, wurde uns verweigert, also wurde sogar explizit in dem Brief geschrieben, dass wir es nicht jetzt bekommen und auch nicht nach dem Verfahren, sondern dass wir es nie einsehen dürfen. Das heißt, bei uns tut sich tatsächlich der Verdacht auf, es gibt keins, sondern es wurde jetzt einfach eins in den Raum gestellt und tatsächlich wird ein sozialer Markt abgefragt. Das, natürlich ist der Markt in Berlin so absurd krank im Immobilienmarkt, dass ich das nicht diese Verkehrswertgutachten gibt den 30,4-fachen Wert der Jahreskaltmiete wieder. Das heißt, ich kann auch den 50-fachen Wert wahrscheinlich bekommen oder den 60-fachen, weil das interessiert doch die Käufer gar nicht. Bergmannstraße, Ecke in Kreuzberg, Ecke Tempelhofer Berg gibt es ein Objekt, das ist jetzt verkauft worden, wie ich jetzt erfahren habe, an einen russischen Investor. Es ist nicht genau klar, was passiert. Die einen munkeln, es gibt ein Hotel, die anderen sagen, es wäre ein Eigentumswohnung. Das ist doch der Spielball, der im Moment läuft. Und ich kann einfach nicht nachvollziehen, wie in der Situation, wie man hingeht und sagt, wir haben da ein Verkehrswertgutachten, 7,1 ist die Basis und das ist jetzt, weil das sind doch keine Laien bei der Eurobank. Also das sind doch handfeste Leute, die Ahnung vom Wohnungs- und Immobilienmarkt haben. Und wenn selbst die sagen, wir können es nicht stellen mit den Mieten, die im Moment da sind, dann haben sie das mit Recht gesagt, das ist ihr Versäumnis, sie hätten die einfach mal ein bisschen anpassen müssen. Aber jetzt sind wir die Leidtragenden ihres Versäumnisses. Das ist das, was wir machen. Ich habe den Eindruck, man kapriziert sich hier dauernd auf dieses Verkehrswertgutachten, das im Grunde genommen nachrangig ist. Eigentlich haben wir das eingeführt oder der Haushaltsausschuss, um von den viel strengeren Möglichkeiten über ein Bieterverfahren einen sehr viel höheren Preis zu kriegen, ist dieses Verkehrswertgutachten eher eine Krücke gewesen, um den Kommunen die Möglichkeit zu geben, frei von Wettbewerb etwas zu einem Preis zu kriegen. Das ist das Erste. Das Zweite, ja, das ist so. Ja, ich meine, die 7,1 Millionen, wenn wir die nicht bekommen hätten, wir haben übrigens häufig Fälle, meine Damen und Herren, in denen die BIMA mit eigenen Gutachten einen Verkehrswert meint, ermittelt zu haben, den der Markt nicht hergibt. Dann ist, das haben wir schon oft gehabt. Das haben wir schon oft gehabt. Ja, ich sage es ja nur mal. Aber nicht in Berlin, ja, ich will es ja nur mal sagen, damit nicht der falsche Eindruck entsteht, ihr würdet mit Geheimdiplomatie ein Gutachten nicht rausgeben. Das Gutachten ist nicht das Problem. Wenn es niemanden gegeben hat, ich habe eben gesagt, von 22 Bietern waren allein 6 deutlich drüber. Zweitens, wir haben keine Motivforschung zu betreiben und zu gucken, aus welchen hehren oder weniger hehren Gründen jemand etwas erwirbt. Und wenn er meint, den 31-fachen Satz zahlen zu können, weil die Mieten zu niedrig ist, muss man ihm das lassen. Und mit einem Märchen möchte ich auch mal aufhören. Dass ein Kausalzusammenhang zwischen der Höhe eines Kaufpreises besteht und Mietpreistreiberei. Erstens mal, also man kann natürlich, das ist die einfachste Art der Diskussion, sich auf die Schenkel zu klopfen, mit drin auf einen zu sein. Ich will es Ihnen sagen, es gibt einen Grundsatz nach dem BGB, der heißt, Kauf bricht nicht Miete. Das heißt, derjenige, der erwirbt, so, zweitens, ich will gar nicht jetzt wieder auf die Erhaltungsverordnung kommen, die hat Ihnen ja alle nicht so geschmeckt, aber es gibt doch noch was anderes in Berlin, muss man Ihnen mal loben. Wenn man das in Wohnungseigentum umwandeln will, gibt es in Berlin eine 10-jährige Kündigungsschutzsperrfrist. Eine 10-jährige Kündigungsschutzsperrfrist. Und ein weiteres hat auch Berlin gemacht, von der im BGB vorgesehene Möglichkeit, die Kappungsgrenze runterzusetzen. Das heißt, ich wehre mich einfach dagegen, dass es keinerlei Schutzmechanismen im deutschen Recht gäbe, dass man sich also sozusagen kampflos einem Spekulanten oder einem Mietpreis halt in die Hände begibt. Ich sage es nur mal, ja, das wollte ich nur mal generell sagen. Und damit lasse ich es. Ich dann weiter zum Senator Müller, der viel gelobt wurde, aber den Kopf geschüttelt hat.
sind die Mieter wirklich so gut geschützt, wie wir es gerade gehört haben? Es gibt ein individuelles, einen individuellen Schutz natürlich für die Mieterinnen und Mieter, ist gar keine Frage, und die Instrumente sind richtig aufgeführt worden. Und trotzdem müssen wir doch sehen, dass auch durch solche Maßnahmen sich der Mietwohnungsmarkt verändert. Und zwar Tag für Tag, Schritt für Schritt. Das ist doch ganz klar. Wenn Leute ein Haus kaufen, dann ist das nicht eine Benefizveranstaltung, sondern die wollen damit Geld verdienen. Und das Geld, das sie investieren, das wollen sie mit einer Rendite zurückhaben. Und wenn ich das 20-fache investiere, ist meine Rendite so. Und wenn ich das 35-fache investiere, ist meine Rendite so. Und natürlich, die Rendite zahlen zum Schluss die Mieterinnen und Mieter. Das ist doch ganz selbstverständlich. Das ist doch logisch. Und außerdem sehen wir doch, dass im Umfeld der Objekte, wo Wohnungen von Miet in Eigentum umgewandelt werden, das auch entsprechende Effekte hat, dass sich das gesamte Wohnumfeld verändert, dass die Investitionen, die nachgezogen werden, dann auch oft Eigentumswohnungen sind, dass eben in den Häusern die Luxusmodernisierung auf einmal eine Rolle spielt, die viele Mieterinnen und Mieter gar nicht brauchen, gar nicht wollen, aber zum Schluss auch bezahlen muss, und dagegen hat man nur sehr begrenzt einen Schutz. Es gibt kleine Hebel, aber da kann man sich längst nicht so gegen wehren wie bei der Frage der Kündigung, die eben angesprochen wurde. Und das muss man im Gesamtzusammenhang betrachten. Und deswegen ist es uns so wichtig, wenn wir einen Wohnungsmarkt in Berlin haben wollen, mit einer entsprechenden Durchmischung, mit bezahlbaren Mieten, dass wir eben, soweit es irgendwie geht, das Mietwohnungsangebot erhalten und eben uns auch in einem Rahmen bewegen, wo die Mieterinnen und Mieter mit normalen Einkommen die Miete auch noch bezahlen können. Und das ist kaum möglich, wenn das 30-fache plus X bezahlt wird für ein Haus. Das wird umgelegt auf die Mieterinnen und Mieter, und zum Schluss leidet der gesamte Kiez, das gesamte Quartier darunter, weil Schritt für Schritt dieses Quartier entsprechend aufgewertet wird. Ich sehe jetzt hier ganz viele Wortmeldungen. Und vielleicht als Letztes, sollte Ihr Job, Herr Geb, nochmal ausgeschrieben werden, da sollte drinnen stehen, man soll jemanden nehmen mit sozialem Gewissen. Dann ist auf jeden Fall sichergestellt, dass jemand Ihres Schlages diesen Job nicht kriegt. Schönen guten Tag, Marcel Jackisch, mein Name. Ich wohne hier im Kiez. Bin seit 4 Jahren Mieter bei der GEWOBAG. Ist eigentlich ganz cool, wir zahlen relativ moderate Mieten. Mich interessieren ein paar Zahlen und Fakten, und zwar würde mich mal interessieren, wie viele Millionen die BIMA eigentlich jährlich laut dem Wirtschaftsplan einnehmen muss und um wie viele Millionen sie jährlich darüber liegt, regelmäßig. So, und das ist ja auf jeden Fall der Spielraum, den Sie haben. Andreas, noch eine Frage. Noch eine Frage. Ja. Okay, und ich habe zwei kurze Fragen. Erste Frage, ist es bei der BIMA üblich, so wie früher bei der Treuhand, erfolgsabhängige Prämien bei Verkäufen? Zweite Frage, haben Sie geprüft, ob die Häuser nicht restitutionsbefangen sind? Ich habe mal in dem Berliner Adressbuch nachgelesen, die wurden bis 1943 geführt. Im Jahr 1939 haben sie ganz normale Namen da als Eigentümer und Verwalter genannt, 1940 plötzlich nicht mehr. Da steht dann Eigentümer Stadt Berlin beim einen Haus, bei den anderen Häusern steht Eigentümer umbenannt. Oder steht gar nichts. Also es gab dort Eigentumswechsel. Es ist die Frage, ob das geprüft wurde, ob diese Eigentumswechsel rechtens waren. Ich denke, es müsste geprüft werden. Ja, wenn Sie dann weitergehen bis 1943, dann sehen Sie, dass die Häuser entmietet wurden. Da sollte diese Achse Germania gebaut werden. Und dass sie dann teilweise militärische Nutzung bekamen. In dem einen Haus, Großgewaschen 25, war ein Reichsquartiersamt oder so. Es war sicher kein Quartiersmanagement. Okay, dann schließe ich jetzt hier. Die meisten haben sich jetzt wieder an Herrn Geb gewandt. Deswegen, also die Mängelliste gehe ich mal von aus, da kümmern Sie sich drum. Das können wir jetzt hier nicht öffentlich verhandeln. Aber die Frage natürlich, also haben Sie bestimmte Vorgaben, was Sie einnehmen müssen und übertreffen oder unterbieten Sie die? Die ist natürlich interessant. Und dann das Thema Restitution, ist das gut geworden? Also mit der Frage, ob wir Belohnung kriegen oder einen Bonus für Verkäufe, das wäre schön. Ich bin jemand, der im öffentlichen Dienst beschäftigt ist. Es wäre sehr schön, wenn ich ein Privatimmobiliendienstleistungsunternehmen wäre, dann wäre mein Jahresgehalt deutlich höher und auch der Bonus, wir kriegen ein festes Gehalt, unabhängig wie viel wir verkaufen. So, wie viel soll es sein? Der Herr hat eben von Millionen gesprochen, ich will Ihnen gleich sagen, es sind Milliarden. Wir führen seit letztem Jahr 2,7 Milliarden an den Bundeshaushalt ab.
Wir haben ungefähr 500 Millionen Erlös über Verkauf und 4,5 Milliarden Euro über Vermietung. Das kommt insbesondere bei den Bundesländern. Und die Dame von der Harmonie, die also bedauert, dass es heute Abend keine Ergebnisse gibt, gut, dafür kann ich nicht, dass ihre Erwartungshaltung vielleicht etwas höher war, als dieses Gremium zu leisten in der Lage ist. Dass ich mich zunächst himmelhoch hinauf gelobt habe, mit ihr fast ergeben, dass es mir mal, dass ich so attraktiv bin, dass meine Frau, die hat das offenbar nach 25 oder 35 Jahren Ehe vergessen, dann habe ich natürlich nicht ausgepeitscht. Aber ihre Mängelliste, dazu will ich auch was sagen. Wir haben nur mal ein paar Zahlen. 40.000 Wohnungen, 480.000 Hektar Liegenschaften, 55 Millionen Quadratmeter Bruttogeschossfläche. Ich bitte mir nachzusehen, dass ich nicht jeden Pingelknopf, der hängt, und nicht jeder Sandkasten, den mein Hund sein Geschäft gemacht hat, persönlich nachgehe. Aber Sie haben es mir jetzt gegeben und ich verspreche Ihnen, dass ich es an die richtigen Stellen weitergebe. So, das Restitution. Jetzt kommt die Restitution. Ja. Also wir, die BIMA, wir haben Kraft Gesetzes sämtliche, mit ganz wenigen Ausnahmen wie Bundestag, Bundesverfassungsgericht, nicht alles außer, sämtliche Liegenschaften sind nach dem sogenannten Statu Fisti grundbuchrechtlich bei uns. Dass wir jetzt, ich habe eben gerade mal gesagt, dass das für ein Portfolio ist, nicht überall nachprüfen kommen können, ob es Restitutionsfragen gibt. Das bitte ich mir auch nachzusehen, aber ich gehe mal davon aus, dass es da sicherlich im Bundesfinanzministerium irgendeine Abteilung gibt, die das auch mit großer Akkuratesse verfolgt. Aber die Frage, eine der wenigen, die ich heute Abend nicht beantworten kann, nicht aus Angst, weil ich wieder ausgebucht werde, sondern man muss aber so ehrlich sein und sagen, das weiß ich nun mal nicht. Okay, dann bleibt die Frage erstmal offen. Die Frage nach Überschussverlust wurde nicht beantwortet. Achso, Überschussverlust? Den Begriff verstehe ich schon gar nicht. Wir haben keinen Überschussverlust oder Überschuss, wir machen auch keine Gewinne, sondern ich habe ja, anders als ein Immobilienmakler, der kauft irgendetwas für 100 ein und verkauft für 120 weiter und von dem Delta lebt er. Wir, die BIMA, sind ja sozusagen, das habe ich eben versucht zu erklären, treuhänderisch verwalten wir das Steuergeld, das in dem Fall in Betongold ist, ja, weil es Immobilien sind. Die Frage war, haben Sie Vorgaben, wie viel sind? Nein, wir haben keine Vorgaben in dem Sinne, dass das gesagt wird, ihr müsst 2, und dann heißt es bei uns, kostet es, was es wolle. Aber es gibt schon einen Rahmen, also wenn man jetzt mal bei 2,7 Milliarden ist, dann müsste man, kommt mich in Erklärungsnot, wenn es plötzlich nur noch 1,7 sind. Aber auch wenn etwas anderes muss man bedenken. Ich habe es eben versucht zu erklären. Der Verkaufserlös ist eigentlich eine vernachlässigbare Größe in unseren Einnahmen. Und 500 Millionen ist viel Geld. Aber gemessen an fast 5 Milliarden, wo 4,5 Mieteinnahmen sind, da können wir wenig dran machen. Und ich sage Ihnen, eines Tages, und das ist das Ziel des Gesetzes, wird die BIMA nichts mehr verkaufen. Das heißt, sie haben gar kein Umlaufvermögen mehr. Sondern das eigentliche Ziel ist, dass hier nur noch diejenigen Liegenschaften, in denen Ministerien sind, in denen die Bundespolizei, in denen der Zoll ist, dass wir die, wie so schön neudeutsch heißt, Facility Management machen, das heißt kaufmännisches, infrastrukturelles und technisches und im Grunde genommen mit Verkauf nicht mehr viel zu tun haben. Das ist der gesetzliche Auftrag. Sie gucken mich an, aber ich will noch mal ganz kurz das Gesetz von Ihnen, weil ich sage, wir brauchen das nicht. Die Bundesanstalt, deswegen ist es immer lästig, sich zu zanken, man muss einfach mal den Gesetzestext lesen. Die Bundesanstalt hat das Ziel, eine einheitliche Verwaltung des Liegenschaftsvermögens des Bundes nach kaufmännischen Grundsätzen vorzunehmen und nicht betriebsnotwendiges Vermögen wirtschaftlich zu veräußern. Da drin steht nicht, ihr müsst es morgen machen oder müsst übermorgen machen, aber ich muss wirklich nochmal an Sie alle appellieren, was ist das eigentlich für ein Rechtsverständnis? Es gibt einen Legitimationsgrundsatz in Deutschland, wenn ich einfach mal sage, naja, mach ich erstmal eine Weile nicht. Das Gesetz nimmt mich jede Sekunde in Anspruch. Das kann man natürlich, ja, mir ist ja auch das soziale Gewissen abgesprochen worden. Ich will mal sagen, dass wir das soziale Dinge auch betrachten. Sieht man allein daran, wissen Sie auch gut als Kommunalpolitiker, die Kommunen haben ein verdammt wichtiges Faustpfand in der Hand. Das ist nämlich das am 28.2 Grundgesetz verbriefte Planungshoheit. Sie können sehr wohl auch dirigieren und wir sind daran gehalten. Das gilt insbesondere auch für Konversionsliegenschaften. Da würden einige Ministerpräsidenten uns die am liebsten für 50 Cent abluchsen, weil sie sagen, das ist ja nur ein Weideland, um dann in der nächsten Stadtverordnetenversammlung es zum Bauland hochzustilisieren und für 50 Euro weiter zu verkaufen. Auch das muss der Ehrlichkeit einfach mal an dieser Stelle gesagt werden. Okay, dann war jetzt hier noch das Thema Umdenken. Das war mehr ein Statement als eine Frage.
das möglicherweise beginnt, und ich würde dieses Stichwort gerne an alle vier Politiker zum Schluss nochmal weitergeben, wenn Sie es schaffen in 2 Minuten, dann kommen wir auch ziemlich pünktlich zum Ende, und ich fange mit Senator Müller an. Sehen Sie dieses Umdenken und vor allen Dingen, was kann da jetzt praktisch daraus folgen in nächster Zeit? Also nochmal vorneweg, Herr Gibb, ich habe nicht von Ihnen eine Revolution erwartet. Ich will es noch zum dritten Mal sagen. Ich weiß, wie Ihr gesetzlicher Rahmen ist. Ich vermute, Sie haben im Moment hunderte von Liegenschaften im Verkaufsprozess. Ich vermute, davon sind 80-90% völlig unstrittig, kein Mensch regt sich auf. Und es gibt welche, wo man eine besondere Sensibilität erwarten kann. In großen Städten, nochmal kein Berliner Sonderweg, in großen Städten, wo die Mietsituation angespannt ist, wo viele Menschen von betroffen sind. Und da erwarte ich nur, dass eine politische Debatte mal verfolgt und abgewartet wird. Keine Revolution ergibt. Und ich glaube, das ist nicht zu viel verlangt. Und das, was jetzt aus meiner Sicht möglich ist, beim Thema Umdenken, das ist ja deutlich geworden, dass es ja im Bundestag auch wirklich diese Debatten gibt. Frau Künast hat ja nochmal auch angesprochen, wer mit wem wie reden muss. Ich habe es gemacht mit Frau Lötsch, der Vorsitzende des Haushaltsausschusses, Berliner Abgeordnete. Ich habe meine SPD-Berliner Abgeordneten angesprochen, an Schäuble geschrieben. Ich glaube, und natürlich unterstützen wir auf Bundesebene Rheinland-Pfalz und NRW mit ihren Initiativen. Das ist doch eine Selbstverständlichkeit. Ich glaube, für das, was da ansteht, Frau Künast, braucht man nicht besonderen Mut als Parlamentarier, sondern da muss man nur wahrnehmen, was los ist, und muss es entsprechend im Haushaltsausschuss beschließen. Da gibt es auch für die Akteure in der BIMA die entsprechende Rückendeckung. Sehr gut. Dann können Sie und Minister Schäuble nochmal zu bearbeiten, damit sich was ändert. Also, meine Finger sind noch nicht rund, dann schreibe ich gerne weiter und setze mich dafür ein. Aber ich finde, wir nochmal auf das, was Herr Müller da gesagt hat. Das finde ich ja schon bemerkenswert, dass Sie sagen, muss ein Umdenken stattfinden. Ich freue mich ja, dass das jetzt so ist. Man muss aber einfach auch mal konstatieren, das hatte ich vorhin gesagt, immer zur Situation in Berlin, dass wir hier steigende Mieten haben, gehört natürlich auch zur Zustandsbeschreibung. Man fragt, wieso ist denn das so, dass 10 Jahre lang hier in Berlin überhaupt nichts passiert ist? Sie haben es ja glücklicherweise gerade ein bisschen eingestanden, dass man 10 Jahre eigentlich die Entwicklung verschlafen hat. Und dann kommt es natürlich zu solchen, zum Teil tatsächlich auch Exzessen. Aber ich nehme Sie gerne ab, dass Sie sich darum kümmern. Jetzt seit 2011 haben wir ja auch eine andere politische Konstellation. Und da ist das Thema ja auch auf der Tagesordnung, das ist gut so. So, und jetzt müssen wir schauen, wie wir das nochmal im Rahmen einer Gesamtstrategie managen können. Und da sind nochmal die Kommunen in der Verantwortung, also hier in Berlin die Bezirke mit vielen verschiedenen Maßnahmen. Das Land ist in der Verantwortung, sich stadtentwicklungspolitische Ziele zu definieren und die Liegenschaftspolitik entsprechend anzupassen. Berlin ist da auf einem guten Weg, will ich gar nicht dran rumkritteln, ist gut. Und nochmal, selbstverständlich muss in diese Gesamtstrategie auch der Bund mit einbezogen sein. Und dazu gehört, dass wir uns die Bundeshaushaltsordnung anschauen, dass wir da den gesetzlichen Rahmen ändern und jedenfalls in diesen Gebieten, wie Berlin, wie hier in Schöneberg, wo es eben enorm steigende Mieten gibt, wo wir stadtentwicklungspolitisch nicht wollen, dass die Menschen hier verdrängt werden, dass wir das ins Gesetz aufnehmen. Und das ist jetzt die Aufgabe der kommenden Woche. Also was ist kurzfristig? Also jetzt würde ich auch gerne sagen, also durchaus auch gerne auf das Kurz- und Mittelfristige gehen, weil das wäre ja schade, wenn wir jetzt massive Mängel erkennen und sagen, der Mangel ist auch die Bundeshaushaltsordnung und sagen, das interessiert uns nicht, weil natürlich morgen woanders ein neues Verfahren beginnt bezüglich anderer Häuser und Wohnungen. Deshalb würde ich dafür plädieren, die Dinge miteinander zu verbinden. Bezüglich Ihrer Häuser, um die es jetzt geht, Groß-Görschen, muss es heißen, als erstes ein Moratorium, ein Stopp. Damit erstmal ein Stopp, um überhaupt Zeit und Raum zu gewinnen, das alles weiter zu diskutieren. Ich habe es vor einer Stunde so schon mal gesagt, wenn das Ganze, ich weiß ja nicht, wie weit es gewinnt, wenn das Ganze jetzt mal den Mitgliedern des Haushaltsausschusses mitgeteilt wird, werden es mehr als 5 Millionen sein. Ab 5 Millionen geht das Ding nicht einfach so durch, zur Kenntnis, nur zur Kenntnis, sondern gibt es ein Vetorecht. Dann also ist die erste Frage, wie viele Abgeordnete signalisieren dann schon mal Veto, wir wollen nicht zustimmen. Das Ganze, sobald einer sagt, wir stimmen nicht zu, für die Grünen, Tobias Lindner wird das so sagen, das ist vielleicht die Frage auch an alle anderen, sobald das so ist, kommt es auf die Tagesordnung des Haushaltsausschusses und wird dort diskutiert. Dann ist, wie sagt man so auf Neudeutsch, hic Rhodos, hic Salta, ja, dann muss gesprungen werden,
dann zählen die Worte, ob es auch aus anderen Fraktionen, auch aus den beiden Koalitionsfraktionen, CDU und SPD, Leute gibt, die sagen, ich möchte hier ein Moratorium, um in dieser Sache und grundsätzlich zu überdenken, wie die Verkaufspolitik ist und wie die rechtlichen Regelungen sind. Ja, natürlich. Und jeder findet Wege, dann suchen sie halt einen, der eine Doktorarbeit schreibt, dann haben sie das Protokoll. Spätestens dann, ne? Ja, man kennt sich aus, ne? Wie es geht. So. Und dann ist nämlich die Frage, dass der Druck von Ihnen und von uns weitergemacht wird darauf, dass tatsächlich der Finanzminister dann nicht eine andere Entscheidung trifft. Dann müssen aber auch beide Fraktionen und beide Teile der Bundesregierung dahinter stehen und sozusagen mit der reduzierten Einnahme umgehen. Oder mit der Reduzierung dessen, was Herr Geb gerade gesagt hat, wir sollen eigentlich alles nach und nach abstoßen, was wir nicht sozusagen für Bundesbehördenzwecke und so weiter dringend brauchen. Dann muss man das, das muss ja mindestens gestreckt werden zeitlich. Dazu muss man dann den Finanzminister auch überzeugen, damit er nicht nach und dann sagt, diese Entscheidung des Haushaltsausschusses interessiert mich nicht weiter. So, das ist die eine Linie, um die wir kämpfen müssen. Das will damit sagen, es geht nicht allein, es geht um den Haushaltsausschuss und seine Abstimmung, wie die einzelnen Fraktionen sich verhalten, aber auch nicht nur darum, sondern dass man sich daran auch hält. Und ich würde immer alle darum bitten, nicht zu sagen, ich kümmere mich nicht nur um mein Haus, sondern das auch zu nutzen, den nächsten Aspekt zu machen, um mit Druck zu machen, dass Bundesratsinitiativen unterstützt werden. Ich sage nochmal, Herr Müller, auch nicht nur unterstützen die anderen, sondern auch sagen, wir wollen für uns selber dort auch Regelungen haben. Ich bin ja froh, dass es diese Bewegung gibt. Nachher ist man immer klüger, sagt man. Das sind ja Bewegungen, die hätte es vor 20 Jahren viel stärker geben müssen. Da gab es hier und da Ansätze, das rechtlich zu verändern, da war aber nicht genug Schwung drin. Und ich würde den Schwung von Ihnen fürs ganze Jahr nutzen, bezüglich Liegenschaften und Beamer. Das Azize Tank am Anfang schon angesprochen hat. Sind Sie jetzt nach der Veranstaltung optimistischer, dass dafür eine Mehrheit zusammenkommt? Ich bin immer optimistisch und ich hoffe, ohne Optimismus und ohne Hoffnung können wir dann auch unsere Träume nicht realisieren. Deswegen, ich würde jetzt nicht wiederholen, ich habe am Anfang auch gesagt, selbstverständlich, wir werden auch von unserem Vetorecht Gebrauch machen in der Ausschusssitzung. Aber ich habe einen Vorschlag. Wir haben ja schon gesprochen in dem Podium, hier haben wir große Koalition dann zusammengestellt. Was halten Sie, Herr Geb, von der Idee, dass Sie das mit der Kommune, mit der Senatsverwaltung, mit Initiative, mit der Initiative zusammensetzen und gemeinsam eine Lösung zu finden? Demokratie besteht von miteinander reden und gemeinsame Lösungen zu finden. Ich glaube, Sie sind nicht jetzt da, nur weil das Sie dann als Herr Geb dann irgendwas nicht haben wollen, sondern ich bin mir sicher, Sie haben eine andere Seite, dass Sie dann auch sagen können, ja, wir können mal gemeinsame Gespräche zu führen, dass Sie dann auch für uns alle annehmbare Lösungen zu kommen. Was halten Sie von der Idee, dass man in einem runden Tisch machen kann? Das ist das die eine Lösung für heute Abend. Und danke für die Initiative und lassen Sie nicht locker, Druck muss von unten kommen. Zwei Sätze als Antwort. Dann, Herr Wölker, und dann noch eine ganz kurze Ankündigung, weil es zu dem Thema nochmal weitergeht. Also zwei Sätze bitte. Ja, die Idee ist hervorragend, Frau Abgeordnete Tank. Also am runden Tisch habe ich auch schon gesessen, im Zusammenhang mit dem Bundesbauministerium, als es für die Wohnungen für Studenten ging. Aber das andere, ob es zu einer großen Koalition kommt, wie Sie sie hier heute Abend sehr leidenschaftlich vertreten haben, da ist sozusagen meine Hoffnung, wenn ich sie denn hätte, eher gering. Und vielleicht, das ist schön, heute Abend habe ich den Mr. Hyde gespielt, aber Sie können sicher sein, ich habe auch noch eine Seite, die man Dr. Checker nennt. Habe ich schon gesehen. Okay. Ich weiß gar nicht, wer letzte, wer ist. Letzte Frage an Herrn Wölker. Wenn Sie jetzt nochmal die ganze Veranstaltung, alles was Sie gehört haben, von den Politikern, die von Herrn Geb Revue passieren lassen, haben Sie jetzt mehr Hoffnung als vorher, dass sich vielleicht noch was bewegen lässt bei Ihren Häusern? Also sagen wir mal so, ich hatte zwischenzeitlich, als Herr Wild sprach, dachte ich so, ja, es gibt eine Chance für die Häuser. Zwischenzeitlich ist das wieder abgesunken, vor allen Dingen als Frau Tarrer, unsere Mieterin, einen Kommentar einwarf, worauf er so ganz leise neben mir locker sagte, dann werden sie halt verkauft, die Häuser, ist halt so. Und diese Haltung macht wieder mal deutlich, dass eben da ist keine Bereitschaft, weil sie könnten schlicht und einfach jetzt sagen, wir setzen uns zusammen, wir stoppen das Verfahren,
wir warten erstmal ab, bis eine politische Entscheidung getroffen wird. Weil Frau Künast hat schon richtig gesagt, das ist eine ganze Palette im Grunde genommen von Rahmenbedingungen, die geändert werden müssen. Das ist kein Prozedere, was jetzt in den nächsten 3 Wochen, 4 Wochen, 5 Wochen geht, sondern das wird sich über 2, 3, 4 Monate hinziehen. Und in dieser Zeit werden einfach Fakten geschaffen. Und es gibt keinen Grund, das haben Sie selber gesagt, es gibt keinen Grund, dass Sie die Häuser verkaufen müssen. Zeitlich. Die können auch sagen, ich verkaufe erst nächstes Jahr. Das glauben wir mit dem. Okay, dann Sie wollten ja, noch eine Veranstaltung. Ich war noch nicht ganz fertig. Okay. Das ist das eine. Das zweite ist, also nochmal, kann ich nur anschließen, was Frau Tank gesagt hat. Also wir sind von unserer Seite jederzeit bereit, an den roten Tisch teilzunehmen. Und es wäre mehr als nötig, dass das endlich zustande kommt, dass man sich zusammensetzt. Auch, also wir durchaus auch mit der Genossenschaft und mit der städtischen Wohnungsbaugesellschaft, dass man guckt, ob es nicht doch einen Lösungsweg gibt, dort für unsere Häuser eine Lösung zu finden. Die zweite Sache ist, was auch ein Lösungsweg wäre, dass der Herr Müller nochmal überprüfen, ob nicht doch kommunaler Bedarf angemeldet werden kann. Die Erhaltungssatzung wird jetzt unmittelbar in den nächsten Wochen wird sie sozusagen greifen und dann hätten Sie dieses Instrument, dass Sie sagen können, wir können kommunalen Bedarf anmelden als Vorkaufsmöglichkeit. Das müsste aber eben vom Senat kommen. Wir hatten seinerzeit, ja, da schreiben sich die Geister. Der Bezirk sagt den Senat, der Senat sagt der Bezirk. Die Situation für uns ist, wir haben an Herrn Nussbaum geschrieben, an Sie geschrieben, an Herrn Wobereit geschrieben, wir haben ja keine Antwort bekommen, noch nicht mal irgendein Signal, da kam nichts. Und ich bin ja hier. Jetzt sind Sie hier, aber es wäre schön, wenn Sie früher reagiert hätten und jetzt auch diese Chance nochmal wahrnehmen und sehr schnell, das heißt tatsächlich in den nächsten 2, 3 Wochen prüfen, ob es eine Möglichkeit gibt, dort eben auch von Seiten des Senats in Berlin einzugreifen. Herr Müller sagt gerade, deswegen die Umgebung abgewohnt. Das ist natürlich eine sehr, ich würde fast schon sagen, eine Ausrede. Man kann einfach seine Umgebung abbieten, damit brauchen wir uns um nicht bemühen. Das kann aber nicht sein, weil auch die Umgebung ist gescheitert in den Verhandlungen mit der BIMA. Das heißt, offensichtlich auch für eine Rückendeckung von Seiten des Senats. Okay, dann bedanke ich mich bei allen hier auf dem Podium, komme sofort auf Sie zu, natürlich auch bei allen hier im Saal, dass Sie mitdiskutiert haben.